Hallo Leute, der Suchrichter hier. Willkommen zur nächsten Folge Ark auf der Map Genesis, beziehungsweise Gen Ark Genesis. Ja, ist eine Map, ist auch eine einige Veränderungen. Ich bin wieder im Morbium und das fühlt gerade ganz cool das Licht durch die Tür. Beziehungsweise eigentlich da oben durch. Da stand ich gerade hier. Die X-Rays, die Light-Rays, cool. Genau, was habe ich gemacht? Ich will erstmal das Bett nochmal umbenennen. Das Bett ist nämlich Moor West. Ja, dass ich weiß, ich glaube, das habe ich jetzt nicht auf der Karte, aber dass ich weiß, wo ich hin muss, um wo ich respawnen muss, um wohin zu kommen. Genau, ich habe mir die Lederrüstung gemacht. Ich war nochmal in dem Ozeanbiom in meiner Basis, habe mir eine Lederrüstung gemacht. Hab damit jetzt 100 Rüstung. Yeah. Hab mir noch eine Wasserflasche gemacht. Hier, die ist hier unten. Das Wasserglas. Damit ich, wenn ich mal beim Wasser vorbeikomme, mir da was füllen kann. Und dafür brauchte ich ein bisschen Zement und habe noch ein paar Sachen mitgebracht. Nämlich das Metall, was da war und noch so ein bisschen Leder. Und jetzt können wir mal gucken, dass wir hier uns Richtung Werkbank und Schmelzofen machen. Und da ich für die Werkbank Metallbahn brauche, müsste ich erstmal den hier machen. Und da gucken wir mal. Mir fehlt Fasern und Stein. Fasern ist einfach und Stein müssen wir einfach entsprechend holen. Ich bin da vorne irgendwo dann wieder hin teleportiert. Und da war ziemlich nahe dann auf einmal ein Kanu. Das finde ich gar nicht lustig. Da bin ich mal schnell abgehauen. Das hat mich zum Glück nicht betrachtet, das Kanu. Ja. So. Jetzt hauen wir hier einmal kurz auf irgendeinen Stein raus. Dump. So, und dann bringen wir das mal zurück, bevor wir völlig überladen sind. Jupp. Meine ganzen Sachen ablegen. Ah, da ist so ein Schrank schon sehr praktisch. Ach so, nee, warte mal, das bauen wir woanders hin. Aber das Fleisch kann ich da auch mal reintun. Da muss ich auch nicht mit mir rumschleppen. Das von mir aus auch. Das auch. Wir schmeißen da erstmal alles rein. Was wir hier so rumschleppen. Wir tun das mal da rein und das mal da rein und machen gleich alle herstellen. Dann haben wir hier den nächsten. Das reicht vermutlich noch nicht für das, was ich will. Ne, halt den hier. Ja, schupp. Nein, wir brauchen noch 46 mal Stein. Und vor allem könnten wir auch noch ein bisschen Metall brauchen, weil mit Metall komme ich echt noch nicht allzu weit. Da hinten sieht man das Kanu ab und zu aufblitzen, aber das dürfte okay sein, weil das ist ja hinter dem. So, jetzt haben wir genug Stein. Und hier noch ein bisschen Metall rauskriegen. Viel ist es nicht, aber. Oh, da gab es auch nochmal. Einmal Metall. Naja, okay. Also viel haben wir noch nicht, aber es ist ein Anfang. Und dann können wir jetzt. Wartet mal kurz. Den bauen, aber den kann man ja draußen nicht einfach so hinstellen, oder? Den muss man ja irgendwo raufstellen. Oh, ich habe nicht genug Platz in meinem Inventar. Oder nicht genug Gewicht. Was wiegt das Ding denn? Ja, jetzt geht's. So, ich glaube, den muss ich irgendwo draufstellen. Deswegen. Deswegen, weil ich will den hier irgendwo neben bauen. Kann ich nicht machen. Aber ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, der muss tatsächlich irgendwo draufgestellt werden. Genau. Das heißt, ich muss auch noch mal ausmachen. Ich muss auch noch eine Leiter bauen hier. Das heißt, aber jetzt brauche ich erstmal zwei Foundations. Holz. Klar. Ja. Sowas von klar. Ich brauche Holz.
Da sind die nächsten Bäume. Ey, nee, es ist echt weit weg mittlerweile. Weil ich hier alles abgeholzt habe. Echt krass, ja. So, aber ich glaube, ohne Metall komme ich jetzt auch nicht wirklich weiter. Das Problem ist, ich weiß halt nicht, wo ich hier wirklich Metall finde. Also wo es wirklich auch ein bisschen mehr Metall gibt, als nur mal so zwei Stück aus irgendeinem Stein rauszubekommen. Weil damit kommt man ja auch nicht weit. So. Jump. So, herstellen. Ich hoffe, ich kann mehr als eine herstellen. Wobei eine ja auch erstmal not in that inventory space await. Was soll das? Ja, Herstellung. So. Eine. Machen wir erstmal eine. So, dann machen wir die Leiter einmal. Vielleicht nochmal. Ich weiß, dass ich da oben auch eine 2 eingeben könnte. Ja. So, bauen wir hier erstmal ein Ding daneben. Und die Leiter muss nach innen. Warum mache ich das mit der Leiter? Das hat einen relativ einfachen Grund. Weil ich dann in der Lage bin. Gehst du auf? So, dann gehst du auf. Ja, dann machen wir sie tatsächlich nach da. Dann bin ich nicht mehr in der Lage, da hochzugehen. Ja. Und das könnte ganz sinnvoll sein, wenn du irgendwelche Tiere hast, dass du die eben von oben erledigst und die da nicht an dich rankommen. Gilt natürlich nur, wenn die auch keine Holzstrukturen nicht kaputt machen, sonst hast du da relativ wenig gewonnen. Wobei, du hast da auf jeden Fall ein bisschen Zeit gewonnen, bis sie halt das kaputt machen. Da kommt der nächste Insektenschwarm. So. Ja, schon klar. Haben sie alle erledigt? Ja, ich habe sie alle erledigt. Okay. Achso. Das wollte ich gar nicht. Hä? Ich wollte was essen. So. Dann können wir die Fackel mal reparieren. Reparieren. So. Und ein Level geben. Und da geben wir Gewicht. So, Schump. Sind jetzt Level 35. Ich glaube, ab Level 36 kann ich den Kano-Sattel machen. Sarko-Sattel? Ich glaube, 36 war der Kano-Sattel. Das heißt, wir könnten uns schon fast das Kano, fast überlegen, das Kano zu zähmen, bis auf das ich alles Mögliche bräuchte. Und vor allem unglaublich hier, unglaublich viel mehr. Gucken wir kurz hier rein. Was haben wir hier drin? Jump. Das darüber zwei herstellen. Da wären auch die 16 bei weitem nicht reichen. Hier haben wir noch was. Wir nehmen mal das Holz einmal mit. Schmeißen das erstmal hier rein. Dann Feuer anzünden und braten uns noch ein bisschen Fleisch. Und dann brauchen wir noch Holz für unsere 19 Metall. Gucken wir mal. 12 mal jetzt reicht. Ich hoffe, es passt. Warte mal. Mal gucken, wie ich von außen rankomme. Ja. Muss ich nämlich gar nicht rausgehen dafür. So, Feuer anzünden und dann kriegen wir 9 Metall raus. So, damit können wir uns zumindest die Werkbank bauen. Das müsste reichen. Das ist ganz gut. Das ist doch super. Dann, können wir gucken, ob wir noch ein bisschen Metall irgendwo kriegen. Aber ich habe jetzt hier wirklich schon alles weggehauen. Das ist echt krass. Das Kano läuft da hinten noch rum. 5 Metall, super. 1, naja. 2. Gebt mir noch ein bisschen Metall, bitte. Viel zum Thema. Vielleicht ist meine Axt kaputt. 2. Habe ich genügend, um die zu reparieren? Vermutlich nicht. Holz und Stroh.
Okay, also müssen wir zurück und Holz und die Axt reparieren. Können das restliche Metall auf jeden Fall da gleich noch reinschmeißen. Wobei ab und zu irgendwas brauchtest du dann auch Rohmetall und so. Also das, ich kann mich erinnern, das war alles manchmal gar nicht so einfach. Ich habe schon 4 Metall. Gleich habe ich 5 Metallbahnen. Kann ich die Werkbank machen? Das ist ganz gut. So. Reparieren. Schump. Dum, dum, dum. 5 Metall. Und jetzt gucken wir mal, dass wir uns die Werkbank machen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er. Die da S plus. Haben wir alles Gefühl? Ja. Wunderbar. So, und die stellen wir hier hin. Leute, mal, die stellen wir so hin. Dass ich hier noch an die Forge rankomme und hier direkt die Werkbank habe. Ja, und da brauchen wir jetzt ein Metallband. Das geht sogar. Das ist gar nicht so viel. Nein. Nicht Feuer löschen. Blödsinn. 2 habe ich. Gucken wir mal kurz. Die darf ja alles pullen. Halt, da muss ich da pullen. Ja. Und darf er alles pullen. Oh, der braucht mehr Metallbar. Haha. Aber mit der müssten wir eigentlich... lass mal kurz gucken. Müssten wir eigentlich mehr Metall kriegen aus anderen Teilsachen raus. Und die ist natürlich auch länger haltbar. Das ist auch super. Also eigentlich müsste das deutliche Vorteile haben. Gucken wir mal gucken. Irgendwo das Kanu zu sehen? Nein. Gut. Jetzt will ich noch ein paar Steine zerkloppen. Und dann hoffentlich noch ein bisschen mehr Metall kriegen. Ja, so viel von zum Thema mehr Metall. 6. Nein, 2-mal Metall. Nicht 6-mal. Einmal Metall. 4-mal insgesamt. Was ist mit denen hier? Also die Kleinen geben fast mehr, muss ich mal sagen. Ja, die Kleinen geben. Die Großen geben eher keins. Okay, ich bin mal leicht beladen. Zwischendurch mein Happen essen. Jump. So, das Metall da rein. Wir haben mal 5. Wir brauchen... Einen brauchen wir noch, glaube ich. Weil einer müsste in der Werkbank noch sein. 6, genau. 7, super. Und dann alles pullen. Ich brauche 8 Metallbahnen. Ja, super. Dafür brauche ich 10 Metallbahnen. Aber den könnte ich schon machen. Und das Schwert. Schwert ist... 15 Metallbahnen. Ey, Leute, ich weiß echt nicht, wie ich hier so viel Metall finden soll. Wo ich das hernehmen soll, ist mir ein Rätsel. Aus Stein und... Da könnte man Feuerstein herstellen. Das ist gut zu wissen. Also, wir müssen die kleinen Steine suchen. Die bringen Metall. So deutlich mehr als die großen. Hier irgendwas... Gar nichts. Hier war irgendwo ein Raptor. Wahrscheinlich auch da unten. X-Raptor. Oh, X-Raptor. Super. So. Aber von wegen nix Stein hier.
Ist alles Holz. Das ist noch kein Stein oder so ähnlich. Hier sind Steine. 3, 6. Das ist, glaube ich, alles groß. Zwei. Nix. Einmal Metall. Super. Hier ist der zu groß. Nein. Ruckel, aber 5-mal. Das ist ganz gut. Machen wir nochmal Gewicht, dann kann ich ein bisschen länger hier bleiben. Level 36. Und Ankü-Sattel? Nee, Ankü-Sattel war das. Okay. Aber Ankühler oder so habe ich hier auch noch nicht gesehen. 4 Metall. Okay, aber wir müssen jetzt sowieso erstmal zurück. Also kein Ankü, kein Dödi. Irgendwie, ich weiß noch nicht, also mit der Verteilung bin ich noch nicht so richtig im Klaren, wo was ist. Ich habe ja auch noch kein Dodo gesehen. Also in dem Biom nicht. Im Ozeanbiom, ja. Wow, das ist jetzt hier gerade so ruckelig. Das weg. Das machen wir da rein. So. Brauchen wir auf jeden Fall noch Holz. Holz. So, dass es weiter brennt. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier den herstellen können. Und das wird hier aber eine Weile dauern. Ich kriege hier noch mal 8 raus, aber so, dann hätte ich 16 insgesamt. Ist jetzt gerade auch ziemlich dunkel. Ich glaube, jetzt ist gerade Nacht, oder? Ja. Jetzt ist gerade Nacht. Draußen ist so ein schummriges Dämmerlicht. Hier sieht man schön den Ofen, wie er brutzelt. Ja. Was ich bräuchte vermutlich noch diesen Metallspeer einmal. Den könnte ich machen. Oder, also eigentlich die beiden, aber dann brauche ich zusammen 17. Ich muss noch Metall suchen. Das ist hier so mühsam. Wartet mal, wir gehen mal. Quatsch. Wir teleportieren uns mal ins Ozeanbiom und gucken mal, ob wir da irgendwo Metall finden. Und da können wir alles zerkloppen. Und das ist jetzt meine Basis. Und gucken mal, ob wir da was finden. Zumindest ist da auch, also finde es da völlig angenehmer, von einfach vom Feeling her. Hier ist immer so schummrig, düster, regnet. Ja. Der Teleport beginnt jetzt. So, beim ersten Mal ruckt der immer tierisch. Ja, ich habe mich jetzt aber in diesem Spiel schon ein paar Mal teleportiert. Bin schon ein paar Mal hin und her. Da sind wir. Genau, ja. Richtig. Und hier ist jetzt Sonnenaufgang. So, mal kurz warten, bis er hier alles geladen hat. Jetzt, ja. So, und dann gucken wir einfach mal. Achso, was kriege ich hier? Rohsalz, Feuerstein und Sand. Feuerstein und Sand. Rohsalz. Gucken, ist hier irgendwo was? Nicht in der Nähe. Hopp. Das kann ich auch hier noch. Metall. 1. Nein, 2. Viel war es nicht. Habe ich hier noch Metall drin? Aber ich glaube, das hatte ich alles schon rausgetan. Jep, da ist kein Metall mehr drin.
Ich lasse die hier einfach drin, die. Pflück noch einmal kurz hier ein paar Beeren. Man braucht ja nur die Narkobeeren eigentlich davon. So, ich schmeiß mal hier rein. Und dann machen wir hier 7 herstellen. Den Rest schmeißen wir raus. Die Fasern packen wir da drüben rein. Genau wie das. Und hier haben wir noch Chitin. Nehme ich das mit? Nee, das lasse ich auch hier. So ein bisschen Zeug lasse ich einfach hier, falls ich hier mal herkommen muss. Wir können auf jeden Fall noch gucken, ob wir hier irgendwo noch Metall rauskriegen. Einmal. Dreimal. Ja. Da klopft man das hier alles. Und nehmen dann das Metall mit. Oder auch nicht mit. Schildkröten. Viermal Metall, okay. Ich glaube, ich muss erst wieder abladen. Ich weiß nicht, ob ich es im Endeffekt alles brauche, aber da ich hier noch Platz habe, schmeiße ich hier erstmal alles rein. Ja, Platz hatte. Das schmeißen wir nicht mehr rein. Einfach, warte mal. Passen das nach hier. Schupp. Na, komm her. So. Und dann können wir hier Feuerstein herstellen. Mal auch machen. Das ist zwar nicht viel Metall, aber es ist besser als gar nichts. Ich nicht hier. Mir noch ein bisschen Metall, bitte. Aber Metall ist echt Mangelware und ich weiß nicht, wo hier irgendwelche Metallnodes sind. Um ehrlich zu sein. Ja, so. Noch mehr Feuerstein herstellen. Zündpulver herstellen. So. Ich guck mal kurz. Ist hier noch irgendwas verdorben? Ja. Mal hier rüber gleich noch schmeißen. Das noch herstellen und dann haben wir 16 Metall. Ist jetzt nicht die Welt, aber okay. Ja. Okay. So, und dann teleportieren wir uns wieder zurück. Das dauert mir ehrlich gesagt ein Ticken zu lange. Das Moor, und zwar Westen sind wir. Das dauert mir echt ein Ticken zu lange, weil guck mal, jetzt erst kommt das Ding da hoch, bis das ganz oben ist. Also ich verstehe natürlich einerseits, dass es nicht zu schnell gehen darf, dass man damit nicht einfach aus einer gefährlichen Situation sich wegteleportiert, weil du gerade vom Rex aufgemampft wirst. Aber es dauert halt doch eine ganze Weile. Ja. Der Teleport beginnt jetzt. Ja. Ich glaube, ich muss mir nochmal eine andere SSD kaufen, eine größere, und das Spiel auf eine SSD ziehen. Ich habe es momentan nämlich auf einer Festplatte. Genau richtig. Insektenschwarm Level 20, okay. Ja, und hier irgendwas machen? Nö. Und ich muss. Immer wenn ich hier ankomme, frage ich mich, in welche Richtung ich muss. Hier lang muss ich, ja. Workshops Level 25. Ich glaube, ich muss hier lang. Oh.
Super. Jetzt stehen da zwei Raptoren zwischen mir und meiner Basis. Na geil. Also auch X-Raptoren noch. Was meinen da? Wie kriechen die? Ich habe eine Idee. Ich trick's die aus. Ich hoffe, das funktioniert. Drei Metall. Sieben. Nice. Nee, kein Metall. Wenn wir schon mal hier hinten sind, haben wir hier noch ein bisschen Metall weg. Ich weiß noch nicht, also wir sind, wenn das X-Raptoren sind. Wir sind zu weit weg. Das schaffe ich nicht. So ein Mist. Ich dachte, die sind hier näher. Aber die sind zu weit weg. Die treffe ich von hier aus nicht. Haltet mal kurz. Kann ich mir ein paar Pfeile machen? Nö. Natürlich nicht. Brauche ich Fasern und Stroh. Komm. 100 mal Stroh. Nice. Das waren ziemlich wenig Fasern. So. Können wir uns noch ein paar Pfeile machen. Ich habe das Gefühl, ich könnte jetzt ein paar verschießen hier. Wo sind sie denn? Da. Zehn, elf. Okay. Die Idee ist, dass die hier vielleicht nicht rüberkommen. Natürlich die zu treffen auf die Entfernung ist völlig unrealistisch. Die Alternative ist, ich versuche zu meiner Basis zu kommen und die von da aus zu erledigen. Ich glaube nämlich, die dürften meine Basis nicht zerstören. Achso, Quatsch. Ich drücke immer das Falsche. Mal gucken, dass wir irgendwas wegschmeißen, was viel wiegt. Dass wir besser rennen können hier. Gehen wir hier möglichst weit außen rum. Hoffen, also das ist genau, wir müssen fast hier lang. Und dass wir da irgendwie lang kommen. Ohne dass die auf mich aggro gehen. Wenn die auf mich aggro gehen, bin ich, glaube ich, tot. Schnell zur Basis gesprintet. Yep. Das hat funktioniert. Super. Dann tun wir mal hier. Ja. Das Metall rein. Jump. Mach mal bitte das Metall noch. Und den einen tun wir nach hier. Und das andere tun wir nach hier. Das, 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 das kommt nach da. Das kommt da raus. So. Achso, Quatsch, Herstellung gleich. Alle herstellen. So. Dann gucken wir, dass wir... ich habe nicht genug Pfeile, glaube ich, um die zu betäuben. Und ich weiß auch nicht, wie das mit den X-Tieren ist, mit dem Betäuben. Ob das funktioniert, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und ich sehe gerade, wir sind sowieso bei einer halben Stunde, also wird Zeit, Schluss zu machen. Vielen Dank fürs Zuschauen, euch. Und dann bis zum nächsten Mal.